jemand, der das 25 Jahre durchzieht oder inzwischen 26 Jahre und dalle, das mit Leib und Seele und mit Liebe und Leidenschaft macht, was kann daran weniger, also was ist daran nicht real? Guten Abend, Slider. Jo, moin. Du bist Dresdner. Mit Leib und Seele, yes. Mit Leib und Seele? Ja. So richtig mit Lokalpatriotismus und... Ich liebe Dresden, ja. Also auf jeden Fall, ich wohne da sehr gern. Es ist eine sehr schöne Stadt. Die Menschen nicht so, aber... Echt? Naja, nicht alle, oder? Also. Naja, man kann es nicht verallgemeinern, aber Dresden ist schon speziell. Gerade so in den letzten Jahren, so was so Politik und sowas angeht. Ist schon ein schwieriges Volk. Ja. Lass uns mal Graffiti reden. Du bist ja, ne, also wir kennen uns ja doch recht gut, das ist jetzt kein Geheimnis. Hm. Du lebst das schon sehr, wie sagt man, intensiv, ne? Also du bist niemand, der mal so mal, da geht man ab und zu mal raus und das, that's it, dann führst du ein ganz anderes Leben, sondern das ist schon, ne, das hört bei dir zu Hause nicht auf. Nee, das ist schon das Motto, was ich hier so als Tattoo auf dem Arm habe, das ist schon wirklich zu nehmen. Da steht Live and Die for Spray Can Shit. Ja. Und das, ich poste das manchmal auch bei Instagram als Hashtag so Graffiti Lifestyle und das ist es irgendwie tatsächlich, weil ich eigentlich fast jeden Tag damit zu tun habe. Entweder digital oder an der Wand oder in einem Auftrag oder in einem Workshop. Oder du lebst auch Projekt. Davon, ne? Ich lebe davon, genau. Ja. Schon seit mindestens 15, 20 Jahren selbstständig, klein angefangen und dann immer größer geworden halt. Ja. Ja. Also jetzt klassische Aufträge sozusagen. Ja, nicht nur. Also, du bist ja übrigens bekannt als der Sticker-Slider, ne? So, egal, wo man in Deutschland ist, die Leute quatschen mich überall an wegen, da kennst du den Slider, da macht die Sticker, ne? Ich sag's immer, wenn mich Leute fragen, womit ich mein Geld verdiene, sag ich immer, ich habe verschiedene Standbeine und da fliegt das Graffiti-Zeug natürlich alles mit rein, Workshops und halt auch ein Online-Shop für Stickerdruck, was aber in den letzten Jahren schon sehr zurückgegangen ist im Vergleich zu den Jahren, wo es mal richtig krass lief. So. Das läuft noch, aber das hat nicht mehr das Level, wie es mal hatte. So. Es, gegen so riesen Druckereibuden, da kommt man halt nicht an. Ja. Das ist... Aber ich nehme es noch mit und deswegen gibt es auch von mir relativ viele Sticker und die sind auch, glaube ich, gut am Rotieren. Ja, das ist auf jeden Fall. Also, ich, wie gesagt. Also, ich schicke auch gerne so auf Wunsch halt immer mal so Stickerbomben halt zu Shops, die das dann mit den Online-Bestellungen reinpacken und so weiter. Das sieht man oft in Stores, dass deine Sticker. Ja. Ne? So. Ich habe letztens, war ein Kollege von mir aus Kanada in Vietnam und hat dort den Local Graffiti Store gesucht und auch gefunden. Und dort klebten auch Slider-Sticker in Vietnam in dem Laden. Keine Ahnung wie, aber die waren auch schon dort. Ja. Lass uns vielleicht mal ganz vorne anfangen. Du hast angefangen mit Graffiti in den frühen 90ern, ne? Also sehr früh schon, also für... Ja, also... Es gibt eine Generation, eine Dresdner Generation noch vor dir? Ja, genau. Ich sage immer, ich bin zweite Generation. Also ich sehe mich nicht als Oldschooler. Ich bin zweite Generation und so die ersten Kontakte waren 93 und mein erstes Bild, was ich so richtig auf der Agenda habe, wo ich sage, das war mein richtig erstes Bild, das war 94. Also das hast du auch noch, oder? Das habe ich noch komplett. Ich habe alles. Ich bin der Archivator sozusagen. Also ich bin da sehr... Ähnlich wie das Fedor so ein bisschen beschrieben hatte in seinem Podcast. Also Kentu? Genau, Kentu. Sehr hinterher, was Dokumentation angeht. Mhm. Also ich habe auch, glaube ich, mit das größte Fotoarchiv, was Graffiti in den 90ern in Dresden angeht, über Jahrzehnte gesammelt. Weil das so die Zeit ist, in der ich auch mehr oder weniger gewachsen bin. Und ja. Womit hat das mit... Also generell damit zu tun, dass du das für dich selber immer archivieren wolltest, weil ihr hattet ja auch war das ein Hip-Hop-Magazin, Bumi? Bumi war eigentlich ein Hip-Hop-Magazin, das war so ein... Da war auch Fan, drin, ne? Ein Fanzine aus Dresden, ja. was in den 90ern schon entstanden ist. Und das war so
da wurden auch Plattenrezensionen gemacht und gab auch Graffiti-Seiten in der Mitte so. Das war dann am Anfang typisch so das klassische Schwarz-Weiß-Mac und dann in der Mitte so zwei Farbseiten halt, geil, so wie man das halt von früher kannte. So, das nannte sich Boomy und ja. Das war dann auch schon 94, ne? Das war schon davor eigentlich. Ich glaube, das, also wo ich angefangen habe, da gab es ja schon, wie gesagt, eine Generation vor mir. Und da war auch diese Hip-Hop-Szene schon sehr aktiv. Ich bin ja da erst dazugestoßen sozusagen und zu der Zeit noch nicht mal im Hip-Hop-Kontext. Zu der Zeit, wo ich dazugestoßen bin, war ich ja noch voll die Zecke halt. Bin da noch voll mit Springerstiefeln und stimmt, da gibt es ein Foto bei dir auf Facebook, habe ich mal gesehen, ja. Genau, mit Springerstiefeln und Iro und Bomberjacke, ja, da irgendwie zum Writers Corner und zum Breakdance-Treff gekommen und die dachten, hier, was will der hier, Alter? Gehen wir woanders schnurren. Und dann? Naja, das war damals noch richtig krass so, dass die Szene schon das sehr abgelehnt hat. Dass die gesagt haben, so hier, das passt nicht in die Szene. Das war so diese Hip-Hop-Nazi-Zeit. Ja. So, also wo die Leute halt wirklich sehr engstirnig waren und Kippetriel und also niemanden reingelassen haben von außen. Genau, so, das war schon eine elitäre Gruppe, wo ich halt als Außenseiter, als Punk sozusagen gar nicht reingepasst habe, aber ja. Du hast dann, wenn du sagst, du hast 94 dein erstes Piece gemalt, dieser legendäre Sprühfrisch, hieß der Sprühfrisch? Die Jam? Ja? Die war, die wann Sprühfrisch. Wann war die? War die nicht 95? Genau, also ich bilde mir ein, dass die erste 95 war. Ja. Das war auch die, wo Dare und Lumet, wo die alle da waren, oder? Ja, die waren ja mehrmals da. Also es gab eine, die allererste, da war vom Line-Up her, war auch Scanner da und Chemnots und Club auch Dare und Dream. Und Lumet, glaube ich, auch. Und Tasek war noch da. Und Simo, ne? Simo, genau. Ist ja und euer Asbest. Ja, Simo, genau. Simo ist schon so erste Generation Dresden, ne? Das ist erste Generation Dresden. Wenn nicht sogar der erste mit. Der Exportschlager von Dresden, der so auch Fotorealismus lange vor bekannten Fotorealisten wie McLean eigentlich auch schon zelebriert hat, auf einem krassen Level damals. Ist dann, glaube ich, vor der Wende sogar schon weg, oder? Nee, kurz nach der Wende ist er nach Hamburg. Ich weiß nicht genau, wann der weg war. Also das war ein sehr enger Freund von dem, der mich zu Graffiti gebracht hat, aber so dicke mit dem Simo war ich nie. Obwohl er mal eine Zeit lang so auch bei der Crew dann so mitgemacht hat als Ehrenmitglied. Aber mit der Crew meinst du Bandits? Genau. Was war denn eigentlich eher da? IAC oder Bandits? IAC war das erste. Das war der ursprüngliche Name. Ursprünglich richtig ausgeschrieben Interactive Crew, weil zu der Zeit, wo ich angefangen habe, habe ich halt viel so auf dem Amiga Computerspiele gespielt und da war das Wort interaktiv irgendwie. Es gab Amiga 500, oder? Amiga 500, genau. Ja. Da habe ich mir hart erarbeitet mit Ferienarbeit und habe ich dann in so einem großen Marktkauf irgendwie, habe ich mir das Ding damals mit so einem 3 Meter tiefen Monitor, ne? So einen riesengroßen. Gar nie. Zu der Zeit brauchtest du einen TV-Emulator und dann habe ich das an meine kleine Klitsche von Fernseher, die ich in meinem Kinderzimmer stehen hatte, angeschlossen. Okay. So, das war alles noch. Was hast du denn da gezockt eigentlich? Was war denn? Ja, viel so. Was wie Monkey Island oder ja, so, genau, als halt Klassiker oder Indiana Jones war ganz bekannt oder so Rennspiele wie Lotus und was weiß ich. Ja, Lotus kann ich auch noch sagen. Genau. Rings of Fury. Rings of Fury war auch ein Klassiker. Oder halt so Shooter halt. Oder halt so diese horizontalen Shooter, wo du von links nach rechts geflogen bist halt. Oder Turrican, da haben wir damals immer die Wand durchgemacht halt. Ja. Also wenn man da, ne, worauf ich hinaus will, ist, wenn man mal über Einflüsse spricht, ne? Ich bin ungefähr die gleiche Generation, ich sag immer relativ, da kommt bei mir schnell Spray City, Berlin und so, ne? Wie war denn das bei dir? Also auch Berlin fixiert und so Spray City oder war das was anderes? Nee, ganz am Anfang muss ich sagen, war ich schon sehr auf die Dresdner Szene fokussiert. Also der Kollege, der mich zu Graffiti gebracht hat, den habe ich tatsächlich durch Amiga-Spiele kennengelernt. Das war dieser Dope Man.
Und der wiederum hat mir dann erzählt, ey, ich habe mal gesprüht. Vor ein paar Jahren. Zu der Zeit hatte der nicht mehr gemalt und so. Und ich so, zu der Zeit halt, wie gesagt, Punk gewesen und so. Und Graffiti klang halt irgendwie interessant. Ja. Und habe den gefragt, so wird's mit mir mal malen gehen? Und der so, klar. Und dann sind wir aber erst mal so bestimmt ein Viertel, halbes Jahr mal rumgefahren und haben, dann hat er mir so Craft-Sachen gezeigt und sind wir an der Leine lang gerannt und haben Fotos gemacht. Ich habe halt alles fotografiert und dann haben wir gesagt, so lass mal zusammen eine Wand machen. Und dann sind wir in den Baumarkt gefahren, haben dann Dosen gekauft und haben dann im Mai 94 unser erstes Bild gemalt. Und ja, dann bin ich halt in so eine Szene reingerutscht, mit der ich halt am Anfang, also wie gesagt, rein gar nichts zu tun hatte, weil ich jetzt nicht aus der Hip-Hop-Szene gekommen bin, sondern aus einer Punk-Szene, was eine komplett andere, anderen Hintergrund hat und so weiter. Da ging es dann halt irgendwie los, dass man diese ganzen Leute kennengelernt hat. Aber ja, es war dann halt, man war dann erstmal trotzdem der Außenseiter. Erstmal. Aber Bücher, Filme, nix? Zu der Zeit gab es das nie. Wir sind tatsächlich, wo es dann so langsam ein bisschen losging, so nach einem halben, dreiviertel Jahr, nach einem Jahr ungefähr, wo es dann auch mit der Crew so sich langsam formiert hat. Also am Anfang war ich ja tatsächlich bloß mit dem Dope Man, dann haben wir aber noch damals den Entry kennengelernt und so hat sich dann so eine Art Crew gebildet halt, so zwischen 94, Mai 94 und dann, sagen wir mal, Mai 95, so im ersten Jahr. Und dann ist man auch mal nach Berlin gefahren, hat sich das erste Mal richtige Sprühdosen im Wildstyle Shop gekauft. Und dann gab es immer diese Sagen oder auch teilweise wahrscheinlich auch reellen Geschichten, dass man dort halt ganz krass abgezogen wird und so, wenn man da mit einem Dosenrucksack zur U-Bahn-Station Karlshorst latscht und dann kommen da die Berliner Gangster und nehmen dir deinen schwer verdienten Dosen da direkt wieder ab und so. Und dann sind wir da mit dem Auto vom Skinner, der dann damals mit in meiner Crew war, immer direkt bis zum Laden gefahren und dann auch direkt gleich wieder abgehauen. Also Schiss hatten, dass wir da abgezogen werden. Echt? Ja, also? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist da so auch bestimmt auch passiert. Ja, 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 ich habe das auch ein paar Mal gehört. Aber wir haben auch schon direkt nach dem Dosen holen bei ihm dann im Lagerweg gemalt. Also ich habe die Erfahrung nie gemacht, aber ich habe das auch gehört. Das ist da wohl. Das wurde uns halt gesagt, so Berlin ist krass. Und da musst du aufpassen, wir waren halt voll so aus Dresden da, so die voll die Siehst da. Und ich glaube, Ben hat dann irgendwann mal ein paar Ansagen verteilt und ich glaube, dann ging das. Na, Ben war super cool, so. Der hat uns auch klein und ins Buch getaggt und so. So ein Hefter hatte ich mit, als ich die Skizzen angeguckt und der hat dann auch das erste Dresden-Video, was wir damals mehr oder weniger mit rausgebracht haben, hat er ja auch im Wildstyle mit vertrieben halt. Also da hat dann richtig auch gesagt. Was war das vom Video? Das Dresden-Video halt. Wie hieß das Dresden-Video? Genau. Das echt? Dresden das zweite Mal gebombt. Das 4-Stunden-Video. Das ist, hab ich noch nie gesehen. Bin schon auf dem Cover vorne drauf. Ach, krass. Das war eine VHS dann quasi? Das war ein VHS. Die haben wir dann halt praktisch in mühevoller Kleinarbeit immer kopiert. Und dann halt hat Ben gesagt, ich nehme 20 Stück. Mhm. So, und dann haben wir die hochgeschickt halt. Das kennst du nicht? Echt krass. Nee, sagt mir gerade nichts. Das geht 4 Stunden halt mit Nachtaktion und Zug und alles Mögliche halt und Sketch-Session von Andy K. drauf und durch dieses Video hat der Wocker zum Beispiel auch mehr oder weniger den Kontakt zu mir gefunden halt. Mhm. Für die war das ein heiliger Gral. Die haben das, glaube ich, damals in Leipzig im Laden gekauft halt und die haben das. Die haben sich die Mucke sogar auf Kassette überspielt und so von dem Video. Ja. Das sind Zeitdokumente. Mhm. Wie gesagt, es geht 4 Stunden, das wird heute keiner mehr machen halt. Hat er das gefilmt? Der Zweck hat das damals gemacht aus meiner Crew. Mhm. Ringo hieß der. Und der hat das der dann auch sich richtig im Club im Pentagon, das ist so ein Club gewesen, hat er sich dann so einen Schnittraum gemietet und hat dann dort das Video geschnitten und so und hat von Studio 17 einen Soundtrack aufnehmen lassen halt. Da ist zum Teil sind so Sachen sogar noch, die sind bei der Sprühfrisch als auf der Party gelaufen, die Mucke halt, die ist dort zum Teil noch als Soundtrack genutzt worden und so. Genau. Und Studio 17, legendärer DJ aus Dresden, ne? Genau, das ist ein Oldschool-DJ. Das ist ein sehr enger Kumpel von diesem Simo auch gewesen halt damals und von dem Kollegen, mit dem ich angefangen habe, von dem Dope Man. Ja. Genau, das ist so diese Oldschool-Generation von Dresden. Unter anderem. Einen habt ihr ja auch in der Crew, ne? Den Andy. Der Andy, der ist auf jeden Fall, kann man schon sagen, so Dresdens Urgestein. Ja. Da.
die graue Eminenz der Szene, wie die Ellen vom Spike es immer sagt. Wie ist mit dem, wann hat er angefangen? Ich glaube 84 oder 85? Ja. Irgendwie sowas, ne? Ja. Kaum zu glauben, dass er mal getanzt hat. Nee, das ist schwer vorstellbar, aber der war da gut dabei. Hm. Wie geht's dem? Weil man ich glaube, dem geht's ganz gut so. Er hat ja auch ein paar gesundheitliche Issues gehabt so in den letzten Jahren, aber ich glaube, das hat sich alles relativ gut eingepegelt so halt. Also er ist auch sehr, sehr aktiv halt. Das muss man echt sagen, so dafür, dass er jetzt auch schon deutlich älter ist als viele andere, ist er nach wie vor halt wirklich sehr aktiver und umtriebischer Zeitgenosse und macht halt tausend Dinge und Collagen und Skulpturen und dies und das und zählt auch wirklich zu den engen Freunden von mir, die über die Jahre auch geblieben sind. Das ist echt krass. Also wir treffen uns immer so einmal im Monat zum Frühstücken und quatschen und so und es ist wirklich ein unglaublich cooler Typ. Ja, ich glaube. Feier ich eigentlich. Ich glaube, einen sympathischeren Writer kenne ich nicht. Mhm. Der ist schon sehr, sehr angenehmer Tekken, also definitiv. Ja. Ist doch halt auch unglaublich lieber Typ so halt. Wenn wir gerade bei NDK sind, das ist ja ein relativ spannendes Beispiel dafür, wie die, ne, wenn man jetzt mal zur Crew kommt, Bandits, ist ja, wie divers eure Crew ja auch teilweise ist, ne? Also ich meine, was er jetzt malt, und eigentlich auch schon relativ lange, passt ja nicht so richtig in diese Matrix rein, was man von Bandits so jetzt mal aus Magazinen zum Beispiel kennt, ne? Also wenn an Bandits, bei Bandits denkt man als allererstes an große Konzeptwände, längere, ne, immer durchdacht alles und so weiter. Andy ist ja eher jemand, der gibt ja auch noch ein paar andere Beispiele bei euch innerhalb der Crew, der halt so ein bisschen einen eigenen Stiefel gemacht hat dann, oder? Ja, der Andy ist jetzt auch, sage ich mal, in den letzten vielleicht 15 Jahren auch sich sehr weg vom klassischen Graffiti hin zu, sage ich mal, Street Art irgendwie entwickelt halt. Aber man merkt schon, dass er nach wie vor auch Bock hat und er kommt auch immer an und lass mal wieder eine Konzeptwand machen und so. Ich habe da Bock drauf und so. Und also der hat schon nach wie vor noch viel den Bock da auch in diesem Graffiti-Bereich zu bleiben, ist aber auch, hat sich auch in eine andere Richtung entwickelt halt. So, und ich, für mich ist nach wie vor der Andy trotzdem auch ein Graffiti-Artist, so, weil ich diese komischen Definitionen so aller, das ist jetzt ein Street-Artist, so, und nee, für mich nie. Ja, bei ihm trifft das zu, definitiv. Ja, aber für mich ist der Andy immer ein Graffiti-Sprüher, der Charakter malt halt, so, gewesen zumindest. So. Ja. Also, IAC war eher da, hat sie gerade gesagt. Richtig. Ich erinnere mich, das war ja noch viel Straße, ne, noch? Genau, also wir haben schon zu der Zeit, sage ich mal, waren jetzt hier nicht die übertriebenen Bombing-Jungs so, aber wir haben schon relativ viel mit gemalt. Wir waren jetzt nie Zugmaler, Züge waren jetzt nie unser Ding so, weil da, weiß ich nicht, da waren wir wahrscheinlich dann eher so auf diesen Street-Bombing-Film, so, den haben wir schon mitgespielt eine ganze Weile. Ich erinnere mich ich glaube, eins steht, also das legendärste meiner Meinung nach steht ja immer noch, ne? Am Hauptbahnhof. Ja, genau. Ah, ja. Das ist irgendwie, es fällt irgendwie nicht. Nee, das steht sein Mann. Aber irgendwie wird das Haus auch, das steht, glaube ich, seit 40 Jahren, dort seit der Wende steht das eigentlich leer, so, und das steht und steht und steht. Und Bandits in der Formation, der allerersten Formation, gab es dann seit wann? Wann habt ihr das zum ersten Mal? Mit dem ersten Bild. Ach, das war mit IAT? Und genau, okay. Mit dem allerersten Bild im Mai 94, da hieß es auch, also ich habe halt relativ viel für dieses ganze Graffiti-Ding halt von diesem Dope Man halt gelernt. Mhm. Der hat auch gesagt, also er hat halt mir sehr viele Werte so vermittelt halt. Der hat zum Beispiel auch gesagt, so Dokumentation ist das A und O. Ja. So, das ist das Einzige, was bleibt von Graffiti auf lange Sicht. So. Und deswegen habe ich auch alles dokumentiert und alles aufgehoben, jeden Sketch. Ich habe noch meine kompletten Oldschool-Sketches, alle Blackbücher, alle Fotos. Wenn ich irgendwelche Figuren gemalt habe und die Zeitungsartikel ausgeschnitten, wo ich das abgemalt habe und so, ich habe das alles archiviert, jeden Mist. So, ich habe halt ein Riesenarchiv und kann. Wie hast du das abgelegt? Alles bei dir? Also alles bei dir zu Hause in Ordnern? Oder wie kann man das? Zu Hause nie. Ich habe einen Lagerraum so in so einer Drehwerkhütte halt, in so einer Stromhütte halt, und da ist alles in Kisten. Es sind viele Kisten, Bananenkisten voll mit Heftern und Zeitungsartikeln und Sketches. Beschriftet? Also auch so archiviert, dass du was findest?
Ich würde schon Sachen finden, aber es ist inzwischen so viel, dass das halt schon mühevoll ist. Ja. Jetzt. Es ist jetzt nie so, dass ich jetzt hier mit so einer Rollleiter wie in so einer Bibliothek da ach, den Sketch von Mai 94 mit dem roten Piece. Nee, so krass ist es nicht, aber ich glaube schon, es würde sich alles finden, was irgendwie relevant ist. Ja. Also IAC und Bandits war auch die gleiche Zeit, wo Mob und so weiter bei euch in Dresden, das war alles eine die gleiche Phase, oder? Genau, es gab, halt zu der Zeit, wo ich angefangen habe, so Leute, die halt schon auf einem deutlich höheren Level waren und auch lange Zeit auf dem deutlich höheren Level gewesen sind. Crews, die vor uns existiert haben, da gehört zum Beispiel die Mob dazu, wobei die in ungefähr zur selben Zeit sich gegründet hat, aber die Leute, aus denen die Mob bestand, das waren halt Leute, die alle schon mindestens 1 oder 2 Jahre länger gemalt haben als wir. Es gab halt noch einige andere Crews, halt auch AKS zum Beispiel, ne? AKS ist aber auch eher ein bisschen nach uns entstanden. Mhm. Vor uns gab es zum Beispiel die DSI, war halt so eine typische Oldschool-Crew aus Dresden. RMB war eine Oldschool-Crew aus Dresden. Andys Crew, die ehemalige, also TCK. Halt dann auch dieses TNT, was der Simo mit dem Skip gemacht hat. So diese ganzen richtigen Oldschool-Sachen halt. Ja, das waren alles Leute, die vor uns da waren, die auch auf einem ganz anderen Level waren. Also da war ja noch lange nicht an irgendwas. Es war nicht anzubieten, was wir am Anfang gemacht haben. Also bei dem Dope Man, bei diesem Kollegen, der mich da zugebracht hat, der war ja schon eine Weile dabei und der hat halt auch einen relativ eigenen und auch prägnanten Stil gehabt. Die Charakter waren eigentlich schon immer auch fresh, so sehr oldschoolig mit so ein bisschen so B-Boy und dann später ein bisschen mit so Manga-Einflüssen und so. Es war echt auch was Eigenes. Ja. So, aber ein Großteil von den Sachen, die wir ganz am Anfang gemacht haben, 94, 95, ja, es war halt ein bisschen. Aber der Wok ist schon dein Partner, oder? Schon, also wenn man es mal jetzt auf die ganzen Jahre betrachtet, der, mit dem du am meisten abgehangen hast und gemalt hast, oder? Kann man das schon so sagen? Unterm Strich und zusammengerechnet definitiv, aber ich hatte auch immer zu jeder Zeit eigentlich so ein Buddy halt, Partner in Crime. Und wenn man die ganzen Jahre zusammenrechnet, ist, denke ich mal, schon das meiste mit dem Wocker zusammen entstanden. Aber ich habe auch eine Phase gab, wo ich ganz, ganz viel mit Roxe gemalt habe zum Beispiel, der inzwischen in Australien ist und auch eigentlich nicht mehr wirklich viel malt. Also mit dem habe ich relativ lange auch so als Spray-Partner so Wände gemalt halt. Mit Placker und Merz und den Jungs so in größeren Konstellationen auch, aber so als Zweiergespann auch gar nicht so viel, müsste ich jetzt lügen. Und halt ganz am Anfang, wie gesagt, die Zeit, die mich auch sehr geprägt hat, war dieser Dope Man, mit dem ich angefangen habe. Mit dem habe ich auch wirklich über Jahre, also wirklich so die kompletten 90er durchgezogen. Was macht der jetzt eigentlich? Ich muss ehrlich sagen, so, dass ich das nicht weiß. Also da ist irgendwann der Kontakt abgebrochen halt. Ganz komisch so. Ich habe das immer versucht aufrecht zu erhalten. Der ist halt in den Schwarzwald gezogen. Oh, toll. Und der war ja auch dann immer noch regelmäßig mal Dosen kaufen im Molotow Headquarter und so. Da hatten wir auch noch Kontakt und irgendwann ist es dann, ich habe es dann wirklich mal versucht, noch aufrecht zu erhalten und habe dann immer mit ihm geschrieben und mal so ein Package geschickt mit so ein bisschen neuen Stuff, ein paar Magazinen und so, wenn man mal irgendwas hatte und so. Und dann ist das aber irgendwie dann so irgendwie so ausgestorben, der Kontakt. Und inzwischen ist es bestimmt mindestens 8 oder 10 Jahre her, dass ich mit ihm richtig Kontakt hatte. Ja. Du hast ja jetzt schon erwähnt, ne? 2010 war so die Phase, wo du sagst, das sind so die Pieces ab dann, wo das bei dir Knoten geplatzt und so weiter. Wenn du mir mal dann 94 mal, ne? Da gibt es auch trotzdem so, wenn du das jetzt mal in Epochen teilen müsstest, so, ne? Epoche 1, Epoche 2, wahrscheinlich gibt es so 3, 4 Epochen wahrscheinlich, ne? Mhm. Welche waren das so für dich persönlich? Also von wann bis wann ist was passiert? Ja, die erste Etappe so, wo ich halt also angefangen habe von Mai 94, war natürlich eine geile Zeit so, das war alles Neuland, ich bin nur froh, dass ich diese Zeit noch miterlebt habe. Ja, das sind so, das ist halt so diese Golden Era, nenne ich das halt auch, die dann auch so Ende der 90er auch geendet hat, wo ich finde, dass diese ganzen
Also allgemein für Ostdeutschland, jetzt unabhängig von Berlin, Berlin war ja immer irgendwie special, aber was Ostdeutschland angeht, war Sachsen immer relativ weit vorne. So, also da war ein gutes Level. Also Leipzig, Chemnitz, Dresden, da sind krasse Sachen entstanden halt, muss man echt sagen. So waren echt auch super frische Sachen irgendwie, super fähige Leute. Und hat in Ostdeutschland seinesgleichen gesucht. So eine Qualität, muss man echt sagen. So, also zumindest ist das meine Erinnerung und mein Eindruck gewesen. Ach, in der Masse auf jeden Fall. Ja, so als das gerade so, da gab es dann auch coole Verbindungen zwischen den Städten halt, dass dann Chemnitz relativ viel mit Dresden auch connected hat. Also dieser Che aus Chemnitz war und Kopie und was weiß ich, die haben halt dann auch mit den Mob-Leuten connected und dann auch wiederum mit den SOC-Leuten in Leipzig und so. Da ist viel, viel geiler Scheiß passiert halt. Und ich war da ja voll der, mehr oder weniger voll der Zaungast. Wir waren ja am Ende noch voll die Toys und halt, wie gesagt, durch Punk-Optik und was weiß ich nie alles so. Aber das hast du ja dann auch mal abgelegt, ne? Ja, wann ist das passiert? 96 ungefähr war dann so, ging die Punk-Phase ein bisschen zu Ende, notgedrungenerweise durch einen Anschlag, sag ich mal. So, da habe ich dann mich so aus der Punk-Szene so ein bisschen zurückgezogen und habe dann eher so in der Hip-Hop-Szene meine Heimat gefunden. Das Lustige ist echt, dass ich damals halt in der Graffiti-Szene nicht akzeptiert wurde, weil ich halt zu außenseitermäßig war als Punk. Und heute bist du als Hip-Hopper in der Graffiti-Szene eigentlich der Außenseiter, weil die ganzen Leute, die ich kenne, da wird keiner Hip-Hop so. Also dieses klassische Hip-Hop-Kultur. Vielleicht nicht so intensiv wie du's. Also die Leute, die ich kenne, jetzt in Dresden und so, ist jetzt keiner so der klassische Hip-Hop-Head. So wie so viel Elemente-mäßig und so was halt. Das ist dann eher Hardtech hören und was weiß ich nie halt. Irgendwie so ein bisschen eher so ein bisschen punkig, die Szene. So ein bisschen alternativ so und. Auf jeden Fall sehr divers mittlerweile, ja. Du findest alles vom Punk über einen Gothic-Freak, über ein Elektro-Ding, alles genau, dabei, ne? So, das ist halt nicht mehr so wie damals. Ja. Ich glaube, der Slider von heute würde in die Szene damals, glaube ich, besser passen, aber es hat sich so umgekehrt. Du hast ja gerade schon erwähnt, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, war dieser Anschlag vor oder nachdem du angefangen hast mit Sprühen? Du sagst es gerade, es war danach, ne? Es war 2 Jahre danach. Du hast quasi schon angefangen mit Sprühen? Genau, ich habe schon 2 Jahre gemalt und... Erzähl mal, also ich finde die Story ist, ich finde die ja schon, man kann die ja schon mal erzählen, weil ich glaube, das war schon für dich einschneidend, ne? Also optisch, man sieht es ja teilweise immer noch an, dass es passiert ist. Ja. Und ich glaube, das ist so, dass irgendwas bleibt da auch in jemanden drin, ne? So. Ja, was da passiert ist. Also das ist ja, das passiert ja nicht, passiert jemand ja nicht jeden Tag, was dir passiert ist. Du bist in Tschechien gewesen, ne? Das war genau, so. Ich bin, wie gesagt, zu der Zeit halt mit beiden Springerstiefeln fest verwurzelt in der Dresdner Punk-Szene halt. Und wir sind damals als Clique nach Tschechische Republik gefahren zum Zelten halt auf so einen Zeltplatz und wollten dann von dort aus nach Prag zum Sex Pistols-Konzert, was wir auch gemacht haben. Und also die haben in Prag ein Konzert gehabt und so. Und dann haben wir auf diesem Zeltplatz da, das nannte sich, also die Ortschaft nannte sich Česká Lípa. Und dort haben wir halt gezeltet. Und dort haben wir schon in dem zweiten oder dritten Abend, wo wir dann dort geschlafen haben, irgendwelche Faschos, auch Deutsche, die dort auch gezeltet haben, irgendwie gesehen. Und die haben uns dann auch schon so ein bisschen provoziert und so Nazi-Lieder gekrölt. Und dann in der Nacht, mitten in der Nacht oder ganz früh am Morgen bin ich halt aufgewacht in dem Zelt, in dem ich mit meiner damaligen Punk-Freundin gepennt habe und habe halt gesehen, dass das Zelt halt am Eingang sozusagen, dass das da brennt. Ja. So, und das, was man dazu sagen muss, das war halt auch, diese 90er waren halt auch dafür bekannt für Brandanschläge in dieser Art. Das waren so diese Zeiten, wo das mit diesen Brandanschlägen auf Asylheime und so halt auch, wo Lichtenhagen auch ein Thema war das jetzt auch viel, gerade so in Mecklenburg-Vorpommern und so, gab es, glaube ich, relativ viel in der Richtung, so politische Anschläge. Ja. So, und da bin ich halt munter geworden, dadurch, dass das Zelt da irgendwie gebrannt hat und dann hat man richtig gemerkt, es war immer so, und dann hat das komplette Zelt gebrannt, also es hat halt jemand scheinbar mit
irgendwas Spiritus oder Benzin übergossen und halt angezündet. Und dann brannte das ganze Zelt. Und das war jetzt halt kein großes Zelt, wo man jetzt hier hätte irgendwie was tun können, sich irgendwo hinstellen können, um da irgendwie rauszukommen, sondern das war so ein kleines Mini-Zelt, wo man zu zweit drin gelegen hat. Das heißt, die Flammen waren direkt an einem dran. Du warst zu zweit da drin? Wir waren da zu zweit drin. So. Deine Freundin und du? Genau. Hm. Und wir sind dann halt einfach durch die Flammen durchgerobbt halt ins Freie. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich halt Verbrennungen zweiten und dritten Grades an beiden Händen und im Gesicht gehabt. Und bin dann dort erstmal auf dem Zeltplatz da rumgerannt unter Schock und von dort aus dann in ein tschechisches Krankenhaus 3 Tage. Meine Eltern waren gar nicht in Deutschland zu der Zeit, die waren, glaube ich, im Griechenlandurlaub. Und dann hat mein Bruder mit meinem damals noch lebenden Opa halt entschieden, die Überführung nach Deutschland zu regeln. Und dann bin ich mit dem Transportwagen praktisch vom Krankenhaus Česká Lípa in die Uniklinik Dresden überführt worden halt, und dort wurde ich dann auch operiert, habe dann mit Hauttransplantaten an den Händen und am Arm wurde ich dort sozusagen versorgt und habe dort auch 4 Wochen auf der ITS gelegen, und naja, so war das damals. Das war ja ein versuchter Mord, ne? Im Prinzip ja, das Paradoxe war dann halt noch, dass in dem Krankenhaus in Dresden dann halt auch die Kriminalpolizei war und das Ganze auch aufgenommen hat, und die Kollegen der tschechischen Polizei behauptet hätten, ich hätte behauptet, dass ich das selber verursacht habe, und ich habe dann eine Anzeige bekommen wegen fahrlässiger Brandstiftung. Ja. Krass. Aber die Polizisten, also diese Kripo-Typen, die damals da im Krankenhaus mich sozusagen dazu befragt haben, die haben auch selber gesagt, das ist völliger Quatsch. Und das wurde dann letztendlich auch eingestellt, aber die Leute, die das damals gemacht haben, die wurden natürlich nie gekriegt. Das ist abgefahren. Ja. Man hätte ja nur, es waren ja definitiv Leute, die bei diesem Zeltplatz eingecheckt waren. Ja, na klar, das hätte man sicherlich irgendwie ermitteln können, aber das, ich meine, den ersten, das Krasse war ja auch, dass die am Anfang gar nicht wussten, ich war ja unter Schock, ich konnte ja gar nicht mich äußern, so dass das Krankenhaus dann mein Portemonnaie irgendwie durchwühlt haben und versucht da irgendwie eine Adresse oder eine Telefonnummer zu finden, und haben dann praktisch diesen Kollegen, der dieses Dresden-Video später gemacht hat, dessen Nummer haben die in meinem, keine Ahnung, auf einem Zettel oder so gefunden, und den haben die angerufen, und der wiederum hat dann meine Eltern oder meinen Bruder kontaktiert. Mhm. Genau. Krass. Das war quasi das Jahr 96, da hast du dann wahrscheinlich erstmal danach eine Weile. Da ging erst mal nichts für ein. Das war auch das Erste, was ich gedacht habe, nachdem ich aus dem Zelt raus bin. Wie gesagt, ich stand natürlich komplett unter Schock. Und meine Hände waren so verbrannt, dass die Haut komplett wie so ein kaputter Gummihandschuh an den Fingerspitzen komplett eingerissen war, so nach innen sich gezogen hat durch die Hitze, und die Finger komplett blank, frei lagen halt. Und das Erste, was ich gedacht habe, ich kann nie wieder malen. Ja. Das kannst du vergessen. Weil das sah echt krass aus. Es war wie so, wenn der dann, also wenn die Finger von einem Gummihandschuh so abgerissen sind und nach innen ziehst halt so. Und ging das dann wieder irgendwann? Ja. Das ging relativ gut. Ich habe auch sehr gute Ärzte gehabt, muss man echt sagen. So. Ich habe eine sehr gute Betreuung dort in der Uniklinik gehabt damals. Und ich habe auch sehr viel Glück gehabt, weil das trotz dass es im Sommer war, war es voll das Kackwetter, und es war kalt und regnerisch, und ich habe dort halt mit langer Hose und Kapuzenpulli drin geschlafen, weil das so kalt war. Und wenn ich dort jetzt nur im Boxershorts oder im T-Shirt drin gelegen hätte, hätte die Nummer wahrscheinlich nochmal anders ausgesehen. Insgesamt waren das irgendwie 8% Körperoberfläche, die verbrannt waren, und ab 30% wird es halt dann noch lebensgefährlich, wegen Atmung und so weiter. So. Also unterm Strich habe ich schon sehr viel Schwein gehabt. Ja. Und da ging es aber dann, also dann hat das mit dir irgendwas gemacht? Ja, natürlich. Also, in allen Belangen? Das hat in sehr vielen Belangen halt natürlich, da verliert man natürlich schon ein bisschen Glauben an die Menschheit halt. Ja, also das zerstört und beschädigt natürlich schon auch. Was ist eigentlich mit deiner Freundin passiert? Wie ging es denn da danach? Die hat dadurch, dass die nach mir durch die Flammen durchgerobbt ist, hat die relativ Schwein gehabt, aber die hatte auch Verbrennung im Gesicht und an der Hand. Und die tschechische Polizei oder die Ärzte, ich weiß nicht mehr genau, einer von denen hat dann gesagt, so, das ist nicht so schlimm, sie können nach Hause. Und dann ist die mit dem Müllsack
was sie noch so aus diesem verbrannten Zelt herausfischen konnte auf der Schulter, ist die mit dem Zug nach Hause gefahren. Und die Mutter aus allen Wolken gefallen, die hatte Brandblasen im Gesicht, alles Mögliche. Die sind zum Hausarzt und ja, also sie muss sofort ins Krankenhaus. Also die hat dann im Prinzip, ist die 3 Tage später auch im Krankenhaus dann gelandet und die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, dass sie die da in dem Zustand nach Hause geschickt haben. Ja. Krass. Ja. Ja, aber hat schon sehr viel auch gemacht. Ich sage aber heute immer so, dass das ein bisschen, ich habe meine Dues gepaid, sage ich mal so im Leben. Ja. Und es hat sein Gutes so. Also wer weiß, was aus den Eierköppen geworden ist, die damals der Meinung waren, die müssten mir das Zelt im Kopf anzünden und wo ich heute stehe. Weil ich denke, dass ich diesen Weg mit der Selbstständigkeit und diesen Lifestyle so zu leben, hätte ich, glaube ich, unter anderen Umständen, wenn der Anschlag nie gelaufen wäre, nie machen können, weil ich war dann halt für den ursprünglich gelernten Beruf, den ich gemacht habe, berufsunfähig und musste dann eine Umschulung machen und aufgrund dessen bin ich dann praktisch in die Werbung gegangen, dann Mediengestalter für Digital- und Printmedien 3 Jahre gelernt und das hat dann im Prinzip auch, das war dann die erste Grundlage für die Selbstständigkeit. Ja. So, und das hätte ich ohne den Brand ja nie gemacht, weil ich habe in meiner ersten Ausbildung Garten- und Landschaftsbau gelernt. Hm. Wie ist, vielleicht würde ich heute noch die Wiese sagen. Keine Ahnung. ihr habt euch ja auch relativ schnell vernetzt, so, ne? Also, wenn ich jetzt an eure Frankreich-Connection zum Beispiel denke, ne? Mhm. Das war bei 98 ungefähr, ja. Ging das los. Innerhalb der Crew. Naja, das lief über einen Austausch, der Tobias Künzel hieß der, das war ein Sozialarbeiter, der diese Sprühfrisch-Jam auch organisiert hat im Jugendhaus Garmischstraße in Dresden. Der hat damals über ein soziales Projekt einen Austausch mit Straßburg organisiert und da sind wir runtergefahren und haben Leute von dort vor Ort aus Straßburg kennengelernt. Das sind die Jungs von der Macchia-Crew und mit denen haben wir uns dann relativ schnell auch connected. Das war dann auch schnell eins, ne? Das war dann relativ schnell eins. Wir waren da irgendwie sehr auf im Level halt so. Das hat uns irgendwie gut gefallen. Uns hat diese Attitüde mit so Crew-Shirts und Logo und so, dieses bisschen Gangster-Hip-Hop-Attitüde, so diese typische Frenchie-Mentalität, wie man es halt so kennt, die hat mich halt direkt abgeholt. Ja. So, und dann haben wir im Prinzip das Level so, versucht dann so auf Deutsch, in Deutschland so halt bei Bandits halt ähnlich zu machen. Halt. Wir haben dann auch halt diese Crew-Shirts gemacht mit dem Logo und das hat uns irgendwie schon sehr beeinflusst, ja, zu der Zeit. Wie ist denn jetzt von dem Bandit Spirit, den es damals gab, ne? Wie ist denn da jetzt noch übrig davon? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass ich halt an sich ein sehr melancholischer Mensch bin und halt auch ein sehr zurückgewandter. Ich glaube, das war bei dem Podcast mit Fedor auch mal Thema. Mhm. So, dass man halt sehr von dem, was vergangen ist, auch zehrt. Und ich bin, glaube ich, da auch so gestrickt halt, dass ich halt... Bist ein Nostalgiker, definitiv. Definitiv ein Nostalgiker, genau. Das Wort habe ich gesucht. Ja. Ich würde diese Crew, glaube ich, auch machen, wenn ich nur noch alleine wäre. Mhm. Einfach, weil ich halt so an diesem Film da so hänge, aber man muss halt schon Hand aufs Herz sagen, so dass von dem originalen Crew-Vibe halt im Jahr 2020 natürlich nicht mehr so viel übrig ist. So, wir sind nach wie vor im Verhältnis oder im Vergleich zu vielen anderen Crews alle immer noch am Start oder sagen wir mal viele so und sind auch sehr viele immer noch connected in irgendeiner Weise enger oder weiter. Mhm. So. Boah, also die Wege haben sich jetzt nicht so getrennt, dass jetzt von dem harten Kern der Crew jetzt nur noch 2 Leute malen und die anderen sind alle Familienpapas und interessieren sich nicht mehr. Wir sind schon noch relativ gut aufgestellt und eigentlich auch alle aktiv, aber dass man sich als Crew mal trifft, ist wirklich sehr, sehr selten. Das muss man echt sagen. Und es ist auch so, dass jeder eigentlich so ein bisschen seinen eigenen Film so fährt für sich. Das ist da wenig, sage ich mal, Vernetzung oder Überschneidung gibt. Es bilden sich aber immer mal so Tech-Teams halt, dass ich halt dann als Slider dann halt zum Beispiel mit dem Caparso, der ja auch Bandits ist,
sehr viel mache oder dann halt mal mit dem Wocker oder ich halt mit Dico eine Zeit lang sehr viel gemacht habe, der halt als Hannoveraner sozusagen auch die Bandits dort repräsentiert. Der Plucker halt mit dem Twig sehr viel gemacht hat. Also da gibt es halt dann immer so Zweier- oder Dreier-Konstellationen. Was man halt leider nie so richtig hat, ist, dass wir zusammenkommen und so dieses Crew-Ding zelebrieren. Ich habe eigentlich, wir hatten letztes Jahr im Mai 25 Jahre Jubiläum gehabt und meine Vision und mein Traum war eigentlich, dass wir das zelebrieren und dort eine DVD rausbringen zu dem Crew-Jubiläum und uns alle treffen und eine große Wand malen und Interviews machen und das alles für eine DVD und so weiter nutzen und vielleicht auch mal ein Buch rausbringen über die Crew. Unterm Strich. Ja, du hast halt ist leider immer noch, nichts geworden. Halt. Du hast halt immer noch die romantische Vorstellung von der Crew, wie es damals war, ne? Und es ist schwer, sich damit abzufinden, dass sich so eine Crew zum einen auseinanderlebt, zum anderen immer. Metzi lebt in Halle, ja. Plack lebt in Köln. Dico ist ja aus Hannover. Ich meine, das ist schon schwer, dann so einen Haufen zusammenzutrommeln, ne? Das ist sehr schade und das neben der geografischen Distanz kommt natürlich auch dazu, dass jeder in seinem ganz eigenen Leben mit seinen eigenen Sachen da lebt. Wir sind halt nicht mehr 20 so, ne? Wir sind halt alle, sage ich mal, schon gehobeneren Alters und der Plack hat mehrere Kinder, der Wocker hat mehrere Kinder, der Dico ist Fulltime-Tätowierer so, die haben alle ihr Päckchen so, mit dem die ihr Leben da zelebrieren. Da ist das halt auch schwierig. Da kannst du jetzt nicht mal sagen, Caparso hat ein Kind, ist sehr eingespannt im Beruflichen und so weiter. Das ist halt nie so spontan, dass wir sagen, so, komm, lass mal irgendwie am Wochenende mal auf eine Wand treffen. So. Ich glaube, wenn das passieren würde, dann wäre der Vibe auch sofort wieder da, denke ich mal. So. Also, es ist nie so, dass wir uns jetzt menschlich auseinandergelebt haben. Es ist aber nur so, dass die Leben halt nie mehr so kompatibel sind miteinander. Ja. Aber da muss man sich wahrscheinlich schon einfach abfinden. Leute werden erwachsen, Leute ja, wir werden älter. Wir haben letztes Jahr, oder ich weiß nicht, ich glaube, es war letztes Jahr oder so, da war ich auch, habe ich mal so in unserem, wir haben so einen Gruppenchat halt, wo natürlich dann auch immer mal ab und zu mal drüber, drin geschrieben wird. Da habe ich auch mal so ein bisschen abgefrustet halt und habe das halt irgendwie auch mal durchklingen lassen, dass mich das halt schon ein bisschen abfuckt, dass da so wenig Rücklauf ist. Zum Beispiel, wir machen ja mehrere Veranstaltungen mit dem Spike in Dresden, wie die Urban Syndromes oder die Back in the Days. Da kommen halt Leute, die planen sich das ganze Jahr ein, dass diese Urban Syndromes ist. Und dann kommen die dort. Und dann kommen die dort in Crewstärke und Konzeptwände. Und dann hast du nie gesehen. Aber die eigene Crew, die kriegt das nicht hin. Weißt du? Da ist halt Urban Syndromes. Und währenddessen ist halt der Twig beim Roskilde Festival malen, wo ich mir denke, die eigene Crew macht eine Jam und die Crewmembers kommen aber nicht. So, ist halt. Ja, es ist. Habe ich dann halt auch mal so ein bisschen abgeschissen in dem Gruppenchat und so. Das ist alles entspannt und so. Und im Strich ist es ja nur eine Art von Enttäuschung, dass das halt nie mehr klappt, dass man nicht mehr zusammen macht und sich sieht. Ich habe einen Placker auch. Wir haben letztes Jahr im Dezember noch einen Auftrag in Köln gemacht. Da habe ich Ewigkeit mal wieder gesehen. Es war auch super geil. Wir haben uns auch sofort wieder verstanden. Ich meine, ich kenne Placker jetzt auch mindestens seit 96 oder so. So, wir haben uns eigentlich immer gesagt, so, das ist Familie. Das war zumindest immer so meine Vorstellung. So ein bisschen wie im Wrestling, die NWO-Formation, die dann so wir gegen den Rest so mit so gleichen Shirts auflaufen bei einer Jam und so. Und ja, wie gesagt, so dieser Frenchie-Vibe, den wir da in Straßburg dort gesehen haben, so das fand ich voll geil, so dass man auch, wenn alle anderen sagen, Bennett sind Kacke, scheißegal, wir finden uns geil und wir sind eine Familie, so halt. Ja. Liegt ja ein bisschen daran, dass ihr ja schon das legale Graffiti repräsentiert. Ja. Dann, da geht es um diese Realness und diese Realness-Diskussion, die du wahrscheinlich in deinem Leben schon relativ oft geführt hast mit Leuten, weil ihr euch ja relativ schnell von der Straße
zur Hall of Fame. Also ihr habt euch ja dann auf große Produktionen, wie gesagt, das durchdachte Graffiti, was ich am Anfang schon erwähnt hatte, das war ja für euch einfach so eine Entscheidung, oder? Ich meine, ich weiß beim Wok zum Beispiel, es gab immer mal Ausbrüche, die gab's, aber keine notorischen. Ne, im Sinne von, da hat jemand jahrelang Trains gemalt oder jahrelang Straße gemalt. So war es ja nie. Kaum. Ne? Also es gibt halt. Ich glaube, da kommt dann, weil du meintest mit Hate und so, da prallen halt dann teilweise Welten aufeinander mit Leuten, die halt irgendwie permanent Trains malen zum Beispiel. Ja, real waren wir für die natürlich nie. Ja. Aber wie gehst du damit um? Für dich selber so? Ja, unterm Strich muss ich sagen, also die Diskussion ist heutzutage, kriege ich die nicht mehr so oft mit. Es gibt natürlich, ich weiß das natürlich, dass auch heute dass diese Diskussion oder diese Einstellung zu Leuten, die jetzt nur legal malen, natürlich bei den realen Leuten natürlich immer auch zu einer Abneigung führt. Mhm. Aber unterm Strich muss ich sagen, finde ich es halt eigentlich eher ein bisschen schade, weil ich halt auch eigentlich ein Connector bin, so ein Netzwerker, und ich eigentlich auch immer Bock habe zu connecten und halt das Gemeinsame als jetzt irgendwie das Gegensätzliche zu suchen. So. Und dass ich denen auch immer sage, so jemand, der das 25 Jahre durchzieht oder inzwischen 26 Jahre und alle das mit Leib und Seele und mit Liebe und Leidenschaft macht, was kann daran weniger, also was ist daran nicht real? Mhm. So sage ich dann nochmal. Was soll daran bitte nicht real sein, wenn jemand ein Vierteljahrhundert seines Lebens in diese Sache steckt. Vielleicht nicht. Anders. Also, ne, ja. Ich glaube, das ist einfach eine Frage, wie lebst du das? Ja. Also ich meine, da mehr geht es ja nicht. Der eine macht es wegen Adrenalin, der macht es dann meistens nicht lang. Genau. Wir wissen es ja auch von den Leuten, die notorisch unterwegs sind, dass die es meistens nicht lang durchziehen können. Ne? Mhm. Aus verschiedenen Gründen. Die Art und Weise, wie du es gelebt hast, die letzten 26 Jahre, da kann man durchhalten, weil nämlich relativ viele Faktoren wegfallen. Mhm. Die dein Leben kaputt machen können. Ja, ich sag halt auch ganz vielen Leuten, die über die, also mit denen ich mich über dieses Thema unterhalte, dass man natürlich auch das Alter der Protagonisten auch im Blick haben muss. Ne? Mhm. Also wenn jemand 20 ist, ist das so noch was anderes, als wenn jemand 45 ist. Und Leute, die jetzt jede Woche einen Train malen und 45 sind jetzt nicht so häufig. Gibt's auch. Ja, kommt gerade wieder, ja. Kommt gerade wieder, ja, gibt auch sicherlich Leute, die das halt jetzt vielleicht auch seit zig Jahren so durchziehen, aber das sind halt Ausnahmeerscheinungen. Mhm. Ich denke mal so diesen Hardcore-Illegal-Trainrider-Modus, den macht man vielleicht, wie gesagt, ich rede da jetzt auch von jemandem, als jemand, der jetzt nicht wirklich über viel drüber weiß, so, aber ich denke, das kann man halt eine Zeit lang kann man das machen, aber das ist temporär. Mhm. Das zeigt ja die Geschichte. Also die ganzen krassen Bomber, die uns die ganzen Jahre immer wieder erzählt haben, Bandits, die legal schwuchteln, bla blub. So, die malen ja alle nicht mehr. Mhm. Also ich weiß nie, wie viele Generationen wir inzwischen schon überlebt haben. So, es kommt natürlich immer wieder eine neue Generation, die mir das auch wieder erzählt, aber ja. Ich glaube, das ist ja auch ich glaube, der Anspruch, den man hat, wenn man legal Pieces malt, da ist ja auch, dass man sich weiterentwickeln will. Ne? Genau. Man arbeitet an den Dingen, an Style und so weiter, ne? Techniken und so weiter. So ein illegaler Writer, das ist jetzt, steht bei einem illegalen Writer her nicht ganz an erster Stelle. Ne? Ja. Und schließt sich nicht aus, aber bei den meisten, sind andere Sachen Priorität. Ne, da gibt es irgendwann einen Punkt, wo wir sagen, ey, mein Piece ist cool und das bleibt jetzt so, und dann siehst du halt erstmal 100 Trains, die alle gleich aussehen. So, das passiert ja relativ oft im Trainwriting zum Beispiel. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass man da kommt dann die Pausen her und die Breaks. Also viele hören komplett auf, und die aufhören und vielleicht eine größere Pause machen, die kommen irgendwann zurück, aber getan oder entwickelt hat sich dann meistens ja nicht so viel. Ne? So, früher also, vielleicht, wo du halt noch richtig Zeit hattest, da fuhren ja noch krasse Sachen rum. Gibt natürlich auch heute noch Leute, die krassen Scheiß machen auf Kiste, so, aber der 90er-Zeit, da wurden ja Hall of Fame-Style-Pieces auf Züge noch gemalt. Mhm. Da gab es ja noch sowas noch. Aber ich glaube, heute ist das schon ein anderes Level, das Train-Business. Warum klebst du? Also du malst den Namen ja seit 94. Ich habe mit dem, also Slide, habe ich, glaube ich, Ende 94 das erste Mal so begonnen. So, und
wie kommt das, dass man so an den Namen klebt? Und sich da, ne, du hast, ich weiß nicht, ob wie oft du das mal hattest, sogar, ich will jetzt meinen anderen Namen malen oder Ding, aber du malst den Namen tatsächlich seit 26 Jahren durch. Ja, also ich glaube, in der Zeit, wo ich angefangen habe, da war das auch so. Ja. Die meisten Leute aus der Zeit in Sien, der malt halt auch nur Sien. Klar, der hat auch vielleicht mal Demon gemalt oder so, aber im Grunde, oder in Kentu malt halt auch immer noch Kentu oder in Bates oder was weiß ich so. Ich war nie ein Fan von Namen tauschen. Ich finde es halt eher interessant, dass man mit diesen Buchstaben halt sich immer wieder neu auseinandersetzt und versucht, die wirklich von Dekade zu Dekade weiterzubringen halt. Na gut, du hast ja, man sieht ja schon immer mal, da ist mal ein Piece für eine Frau oder was mal ein Piece für einen Kumpel von dir. Ab und zu sieht man ja schon mal was anderes, aber generell von dem Namensleid, das wirst du nicht mehr ändern, ne? Das hat sich überlegt. Nee, ja. Nee. Ich wüsste auch nicht warum. Ja. Das ist mit mir verbandelt, steht auf meinem Tattoo. Ich habe eine Farbe, die danach benannt ist. Also ich war nie ein Fan von Namen tauschen. Mein bester Kumpel, der E-Race zum Beispiel, der ist zum Beispiel ein Typ, der malt alle halben Jahre einen neuen Namen. Öfter. So. Glaube ich. Und das wisst ihr nicht, ich finde das halt irgendwie eine komplett andere Herangehensweise, die mich aber irgendwie nie gereizt hat. So, ich fand es immer irgendwie geil, denselben Namen über Jahrzehnte. Und so kann ich halt auch meine Entwicklung viel besser nachvollziehen, als wenn ich jedes halbe Jahr ein anderes Wort male. Da ist eine Entwicklung ganz anders, also schwerer zu erkennen. Zumal die Sprünge dann auch vielleicht ganz, ganz anders ausfallen, als wenn man sich immer wieder mit denselben Buchstaben auseinandersetzt. So ist das natürlich viel fließender und entwickelt sich halt immer weiter aus dem Bild, was davor entstanden ist oder aus dem Bild, was das Jahr davor entstanden ist. Aber wenn man andere Buchstaben malt, dann malt man unter Umständen vielleicht auch komplett anders als mit dem Namen davor. So, also zumindest erlebe ich das bei Erase so, dass der halt auch stilistisch halt ganz krasse Sprünge hat. So von ganz klassisch zu ganz ill und wieder zurück und hin und her. Ja. So, ich bin da ja sehr, sag ich mal, ich mal ja da sehr, sehr yell. Graph on Girls. Das ist ja ein Projekt gewesen, was du, glaube ich, momentan nicht mehr machst, oder? Ja, also das läuft halt immer noch so weiter, dass ich sage, wenn mal eine Wand entsteht und ich eine coole Idee habe, dass ich auch mal ein Shooting mal mache. Ich habe jetzt letztes Jahr auch noch mal ein Shooting gemacht zum Beispiel. Das ist aber nie so, dass ich jetzt aktuell an irgendeinem neuen Release arbeite, wie dem im Kontext von Craft and Girls entstandenen Kalendern. So, ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass da nochmal was kommt, aber auf der anderen Seite ist es jetzt nicht so, dass ich da jetzt gezielt drauf hinarbeite. Es gab mal eine Phase, wo ich gedacht habe, okay, ich mache nochmal einen, aber das kollidiert dann auch ganz schnell mit meiner Zeit. Ja. Weil so ein Projekt auf dem Level zu machen, man mag das vielleicht von außen schwer einschätzen können, ist aber wirklich eine Sache, die das ist ein Fulltime-Job. Na, wenn du halt 12 oder dann mit einem Cover vielleicht 13 Konzept-Shootings mit Konzeptwänden umsetzen willst, das ist echt krass. Das frisst ein Dreivierteljahr deiner Zeit. Das hast du ja auch zusammen mit Sandrine Appel gemacht, ne? Fotografin Sandrine Appel aus Berlin hat die Fotos gemacht, zumindest von zwei der drei Kalendern. Die ersten Fotos im ersten Kalender hatte ich noch selber gemacht. Das letzte Shooting, was ich mit ihr gemacht habe, im Winter letzten Jahres für das Thema, für eine Sons of Anarchy Wand. Das habe ich auch mit ihr gemacht und das war auch super cool. Also finde ich auch eine sehr, sehr cooler Mensch und abgesehen davon auch eine tolle Fotografin. Du wirst ja wahrscheinlich relativ viele, also, ne, du hast eine Fanbase, was das Projekt angeht. Es wird natürlich auch gefeiert. Du hast aber auch genauso wahrscheinlich auch ein bisschen Gegenwind, was das Projekt angeht, oder? Ja, natürlich. Also gerade Sexismus und so weiter spielt da ja eine Rolle vielleicht. Definitiv. Also, das habe ich natürlich auch erlebt halt. Wobei ich solchen Leuten halt immer gesagt habe, so, dass wir kein Tittenkalender gemacht haben. Sondern wir immer versucht haben, künstlerisch und auch ästhetisch hochwertige Arbeiten zu releasen. Und den Schuh ziehe ich mir auch nicht an, dass das billig ist. Ja, also ich habe jetzt nie, it's no hate, aber wenn ich jetzt hier so Schrimpkalender oder sowas, was ja
eine Zeit lang so ein bisschen in demselben Stil so auch Kalender gemacht haben. So, das hatte für mich keinen Anspruch halt. So. Und wenn jemand, sage ich mal, diesen Kalender jetzt als sexistisch oder als billig irgendwie bezeichnet, okay, sehe ich halt nicht so, weil damit würde man rein theoretisch auch Fotografie, sage ich mal zum Beispiel jetzt im Aktbereich oder so, per se als billig oder als Schund irgendwie abtun. Und das bin ich nicht bereit, weil Fotografie ist auch Kunst. Ja. Fotografen sind auch Künstler. Bodypainting ist ja eine sehr alte Kunst, ne? Ja. Die gibt es ja schon ewig. Generell ist das, wenn da Vorwürfe kamen, und ich habe das ja auch schon mitbekommen, dann geht das um spezielle Motive, ne? Wie zum Beispiel jetzt, da gibt es eins, wo ein Model da Silber komplett angemalt ist mit einer Knarre. Ja, das sind halt dann wahrscheinlich so Motive, wo dann wirklich Konfliktpotenzial da ist. Ne? So. Jeder zweite Sprüher hat wahrscheinlich schon mal seine damalige Freundin vielleicht mal angemalt und dann mal so ein Bild gemacht, wo sie dann irgendwie vor der Wand steht oder zu Hause auf der Couch liegt oder so. Aber das war ja nicht das Herangehen unter der Anspruch, den ich oder den wir dann halt hatten. Insbesondere durch die Zusammenarbeit mit der Fotografin sind wir nochmal auf ein ganz anderes Level gegangen. Ja. Wir haben ja Konzepte entwickelt, wir haben versucht, eine Symbiose aus der Wand, dem Model davor und dem kompletten Szenario zu kreieren. Und das ist ich finde, an dem Kalender ist nichts sexistisch so. Ja, also es gibt sicherlich, man kann darüber diskutieren, und ich finde auch, dass teilweise vielleicht auch Motive provokant waren, aber es ging ja immer um Stil und Ästhetik so. Und ich denke, dass wir das auch erreicht haben. Ich meine für mich zu behaupten, dass auf jeden Fall in dem Bereich haben wir Maßstäbe gesetzt. Es gab dann einen, der das kopiert hat, ne? Genau, es gab einen Sprüher aus Slowakei oder Tschechien, ich weiß nicht genau, der hat dann im Nachhinein auch gesagt, dass der halt voll der Fan ist und so. Aber der hat dann auch selber einen Kalender rausgebracht, der aber halt auch schon, das war schon hart gebeitet. Mhm. Also das war wirklich... Da hast du auch empfindlich reagiert, ich kann mich dran erinnern. Ja, das war, also ich persönlich bin ja auch immer irgendwie ein Stück weit entzückt, wenn Leute sich beeinflussen lassen und dann auch deutlich Parallelen zu erkennen sind. Mhm. Wenn jemand so ein Produkt so wirklich bis ins Detail irgendwie halt kopiert und dann auch wirklich Konzepte eins zu eins nachmacht, also es war dann wirklich schon sehr viele Ähnlichkeiten auch erkennbar, dann ist es halt, da komme ich halt aus einer Zeit, wo Biden halt einfach verpönt ist. So halt. Dasselbe Problem hat man ja auch mit diesem Artist da aus Tschechien, so der sehr Capasso-mäßig malt. So. Und das, ich finde halt, Inspiration ist cool. Selbst wenn man sagt, ich kopiere was und versuche das irgendwie in meine eigene Kunst mit einzubeziehen, finde ich das auch cool. Ich bin ja auch nie der übelste Trendsetter oder Kreator. So. Ich habe ja auch viele Einflüsse und Ästhetiken, die ich von anderen Leuten bei mir sozusagen einfließen lasse, aber ich versuche ja trotzdem was Eigenes daraus zu kreieren. Und ich würde mich auch dagegen wehren, wenn ich merke, dass ich irgendwie zu ähnlich zu irgendjemand bin, den ich gut finde. So, da würde ich dann auch versuchen, das zu vermeiden, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Buchstaben malen würde und ich merke, shit, der sieht voll aus wie ein Buchstabe von Kentur oder so, ja. Dann würde ich mich auch... Du weißt nicht, du kriegst auch so ein bisschen... Kenn ich. Also passiert ja manchmal im Sketch. Passiert, ja. Also ich habe das auch mal gehabt, da habe ich mal so eine Art B-Boy gemalt und habe dann auch gemerkt, dass der voll ähnlich ist zu so einem Charaktermaler. So. Hm. So, und weil der auch so große Füße gemalt hat, so große Schuhe und so. Der war cool so. Ich habe den auch gesprüht, aber ich habe dann auch gedacht, oh, das kannst du nicht bringen, oder das ist zu ähnlich. Ja, das ist das Problem an Graffiti, ne? Also Graffiti hat diese Progressivität, die innerhalb der Kultur so herrscht und innerhalb der Kunstform, da gibt es definitiv Grenzen, und dann die stößt man schnell, ne? Gerade bei Charakter und so B-Boy-Charakter ist es ganz, finde ich es ganz extrem. Gerade wenn ich mir die alten von, ne, wir hatten es ja jetzt bei uns eine Serie mit BBC, mit Ski, diese
mit diesen übergroßen Kangol-Cap und den riesengroßen Schuhen. Ja. Das ist ja was, was dann nochmal 30 Jahre später immer noch wieder gekaut wird. Ja. Es sieht dann, ne, du hast, es gibt halt Grenzen, wie du sowas verformen kannst, so eine Figur. Ne? Ja. Aber ich merke, ich habe da auch in mir drin halt so wie so ein. Das stößt mich dann auch ab, wenn ich merke, es wird zu ähnlich zu irgendwas. Ja. Da habe ich auch so ein. So schön wie das dann ist, legt man es dann trotzdem weg, ne? Naja, das geht nie. Ja. Lass uns noch mal ganz kurz bei Carpazzo bleiben, weil ich finde, die Story, wie er eingestiegen ist, ne? Mhm. Die finde ich relativ spannend, weil das auch ein Einstieg ist, den ich heutzutage dann doch relativ oft sehe. Damals war ich erstaunt, heute ist das eigentlich gang und gäbe, dass man so einsteigt, sprich quer. Ne? Also, das ist ein Quereinsteiger, ja. Ja. Ne, du hattest den irgendwann mal, er war auf einmal da. Hat schon extrem viele Skills gehabt, war richtig gut schon. Genau. Wie geht sowas, dass man halt von Monaten so gut wird wie er? Also das war, ne, mal kurz zurückzuspulen, es war 2007, 2008, glaube ich. 2006. An deiner Seite war, ne? 2006 habe ich ihn kennengelernt und 2007, 2008 haben wir dann auch zusammen angefangen, so die ersten Sachen zu machen. Das ist entstanden durch ein Hip-Hop-Label, was wir in Dresden gegründet haben, New Dev, was es nach wie vor noch gibt. Und einer der Rapper in diesem Label, dessen Kumpel war Carpazzo. Und der hat mir den vorgestellt und gesagt, so, ey, ich habe hier einen Kollegen von mir, der zeichnet auch. Der ist jetzt kein Sprüher, so, aber der zeichnet. Und dann hat er den mal angeschleppt. Mhm. Und dann kam der gleich mit so einer riesen Mappe. Und dann der halt voll so noch voll Respekt und total unsicher so. Und kam dann mit dieser Mappe. Und dann sind da nur so Killer-Skizzen drin, wo ich selber voll schlecht bin dagegen. Und der halt voll Respekt mir gegenüber so, wo ich dann dachte, eher umgekehrt, Alter. Also der hat vorher schon illustrativ gearbeitet, ne? Genau, der hat halt schon, also klar, der Stil, der hat sich in den letzten 20 Jahren krass entwickelt oder in den letzten 15 Jahren so, aber der hat zu der Zeit schon Mappen gehabt mit krassen Skizzen und Charaktern und Robotern und was weiß ich was, der war damals schon zu der Zeit halt übertrieben gut halt und da habe ich dann gesagt, so, hast du Bock mal was mit Dose zu machen? Und er hatte schon mal so selber mal ein paar Versuche gemacht. Hatte, glaube ich, mal in der Hall of Fame in Dresden auch mal selber mit Dosen aus dem Supreme, aus unserem Shop da halt mal was gemalt und wurde natürlich original direkt abgezogen. Und wie abgezogen? Na, sind Leute gekommen und haben ihm die Dosen abgezogen. Er war halt 14 oder so. Halt. So klassische Story halt. Und in Dresden? Ja, in Dresden halt. Das ist ja eigentlich eine Berliner Story. So. Ja, das ist eigentlich eine Berliner Story, das führt uns wieder zurück zum Wildstyle-Shop. Es ist leider bis heute nicht geklärt, wer das war. Okay, aber er hat sich auf jeden Fall dann direkt Dosen besorgt. Ja. Er hatte dann schon mal so selbstständig mal ein paar Versuche gemacht, aber es war halt natürlich noch total unbeholfen jetzt mit Sprühdose und so. Und dann haben wir ihn irgendwann mitgenommen und dann ging das aber relativ Schlag auf Schlag. Und das war dann eigentlich, also innerhalb von kürzester Zeit hat er da Skills entwickelt, wofür andere vielleicht 15 Jahre brauchen. Hm. Also vom Handling, wie der das Medium-Sprühdose einsetzt, das ist ja kein, er sprüht ja kein Bild, sondern er zeichnet mit einer Sprühdose so. Das ist ja wie das Kribbeln halt. Das ist ja ein ganz krasser Stil halt, wie er das Medium-Sprühdose halt einsetzt halt. Das ist wie ein verlängertes Werkzeug halt so. Und das ist schon außergewöhnlich halt. Und da muss man echt sagen, so, dass Carpazzo für mich einer der größten Talente, die ich in 25 Jahren kennengelernt habe. Mhm. Definitiv. Na, was draus geworden ist jetzt? Ich meine, es ist schade, dass er nie der hochaktive Writer war. Ne? Also es gab mal kurz eine Phase, wo man ein bisschen, aber es war trotzdem für seine Verhältnisse oder für das, was er drauf hatte, immer relativ wenig trotzdem. Ne? Ja, er ist auf jeden Fall schon rar. Mhm. Also seitdem das Kind sozusagen bei ihm ins Leben getreten ist und er Vater geworden ist, ist es natürlich noch mal weniger geworden. Dann sind noch so ein paar private Sachen, die jetzt in den letzten Jahren damit reingeflossen sind, weshalb er jetzt auch nie so aktiv sein konnte, wie er vielleicht wollte. Aber trotz alledem, der Output ist dann halt eher auf Qualität. Ich glaube, auch wenn es bei dem privat mal wieder ein bisschen ruhiger wird. Ja, der hat Bock, das weißt du. Also das merkt man, der hat Hunger. Das ist bei ihm drin halt. Ja. So. Der zeichnet halt immer, der ist nur am Zeichnen. So. Das geht gar nicht ohne bei ihm. Lass uns noch mal ganz kurz zum Abschluss mal noch mal über eine Sache reden, weil ich finde die, glaube ich, wichtig, auch mal generell für andere zu hören,
die das, was du hattest, glaube ich, nicht hatten. Ne? Und das ist das Spike. Ne? Mhm. Um es mal kurz zu erklären, das Spike ist, das ist ein Jugendverein, ein Jugendclub, ne? Ursprünglich war es mal ein Jugendclub, ja. Genau, den es schon sehr lange gibt, ich glaube 25 Jahre. Genau. Der dir eigentlich von Anfang an eine Plattform und auch eine Fläche geboten hat, um dich auszuprobieren und dich auch relativ schnell so zu entwickeln, wie du es dich entwickeln konntest. Ne? Das haben ja viele in Deutschland nicht. Das war schon ein großer Vorteil da, dass das Spike immer so ein Ort war, an dem du eigentlich immer, du hast ja dann auch da gearbeitet, ne? Genau. Also ich bin eigentlich sehr von Anfang an mit dem Spike verbandelt gewesen. Und ich bin so fast so im ersten oder zweiten Jahr, seitdem das Spike existiert, dort irgendwo gelandet. Und eigentlich ursprünglich, um die ersten originalen Treffräume auszugestalten mit Graffiti-Bildern. Und daraus ist dann ein permanentes Projekt entstanden, halt, weil die Ellen, was die Chefin von dem Spike ist, das irgendwie mega interessant fand, praktisch zu sehen, dass da Leute gibt, eine Szene und so weiter. Und das hat die Ellen relativ schnell auch also Potenzial erkannt und hat das gefördert. Hat das auch relativ schnell gefördert. Normalerweise läuft es ja in Jugendclubs so, da sitzen dann irgendwelche Sozialarbeiter und die lassen sich dann was einfallen, was sie mal machen können, womit sie die Kids dorthin ziehen können. Und dann gibt es dann halt die Klassiker so, Kicker und Dart und Billard und ein bisschen abhängen und dann gibt es vielleicht mal dieses Projekt oder jenes Projekt. Und dann irgendwann in den letzten 20 Jahren ist natürlich dann so die Hip-Hop-Kultur als Magnet für Kids halt immer relevanter geworden, auch im sozialarbeiterischen Bereich, im sozialpädagogischen Bereich, die Arbeit mit der Subkultur Hip-Hop. Und dort lief es halt eher andersrum. Ja, die Szene ist dorthin gekommen und gesagt so, lass mal was machen. Ich war ja nur der Erste, aber nicht der Einzige so. Also das sind ja viele, viele Leute dann von der Szene auch im Spike gelandet und haben dort mehr oder weniger das Interesse bekundet. Wir wollen Projekte machen, wir haben Bock auf Veranstaltungen, wir haben Bock auf eine Jam, wir haben Bock auf eine Hall of Fame, wir brauchen legale Wände und so weiter. Und die Ellen hat dann im Prinzip diese Wünsche und diese Belange der Szene eigentlich nur genommen und daraus dann sozialpädagogische Arbeit gemacht. Und nicht, dass die Sozialarbeiter gedacht haben, cool, wir machen jetzt mal ein Graffiti-Projekt, da kommen bestimmt die Kids, das finden die da geil. So diese andere Richtung halt so, das hat die Ellen ja nie gemacht, sondern die Ellen war immer jemand, die mit den Leuten, die in ihr Programm, in ihr Projekt, in ihren Jugendtreff gekommen sind und erzählt haben, worauf, also sie hat halt genau zugehört, worauf die Leute Bock haben und hat sich relativ schnell eine Ausrichtung im, sage ich mal, subkulturellen Hip-Hop-Bereich entwickelt. Also neben Graffiti natürlich auch Breakdance, auch Rap und DJing, also wirklich so klassisches Vier-Elemente-Ding, dort halt praktisch eine wichtige Heimat gefunden. Naja. So. Also nur mal als kleinen Fact am Rande zum Beispiel, die KMN-Gang hat ihre ersten Aufnahmen oder viele ihrer ersten Aufnahmen und Projekte auch bei uns im Spike gemacht halt. Heutzutage sind sie Deutschrap-Superstars und kommen ja auch aus Dresden so. Von daher haben wir in vielen Bereichen auch wichtige Arbeit geleistet halt. Mhm. Die ganz harte Szene und der ganz harte illegale Kern hat natürlich mit dem Spike immer nie so wirklich was anfangen können. Aber die Ellen war jetzt auch nicht so dieser klassische Rasta-Sozialarbeiter, der dann dort, erzähl mal von deinen Problemen und so. So war ja die Ellen nie. Es war eigentlich immer ein cooles eine coole Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Und da habe ich natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten bekommen, auch relativ schnell auch professionell arbeiten zu können. Sie hatte ein bisschen diese, muss ich mir ein bisschen vorstellen kann, so ein bisschen diese Mama-Rolle schon, ne? Trotzdem genau, so ein bisschen. Das gab es ja in Deutschland auch so ein paar Mal, ein, zwei Mal, und sie war da auf jeden Fall eine davon. So dieses, genau. Also ja, es gibt einen bestimmten strengen Charakterzug an ihr, so, ne? Aber die war trotzdem, also ich glaube, das Verhältnis zwischen dir und ihr ist schon sehr, sehr eng, ne? Und ja. Zwischen Wocker und ihr, und das war ja eure Base am Ende trotzdem, genau. Eine Weile, ne? So ein Headquarter, ja. Bandits Headquarters am Ende auch. Genau, also dort sind viele, viele Projekte auch supported worden und zusammengelaufen halt. Jams sind dort entstanden. Wir haben in Dresden eine unglaublich
einzigartige Konstellation, was die Zusammenarbeit der Stadt mit der Szene angeht. Ja, also was legale Flächen und Bereitschaft der Stadt, auch legale Flächen zu kreieren oder bereitzustellen, ist in Dresden echt unglaublich hoch. Und das basiert auf der guten Arbeit von der Ellen. Das muss man halt wirklich auch immer wieder betonen, dass das nur möglich ist, weil die Ellen als Schnittstelle zwischen der Szene und der Stadt seit 20, 25 Jahren dort aktiv ist. Und das in einer CDU-Hochburg. Das muss man ja auch mal im Kontext sehen. Ne? Wir sind jetzt nicht im liberalen Hamburg oder so, wo das halt alles, wo da halt coole Politiker an der Macht sitzen, sondern wir sind im dunkelschwarzen Sachsen, wo eigentlich Leute sitzen, die Graffiti mit Sicherheit nicht geil finden. Ja. So. Gab es da jetzt bei euch nicht mal in Dresden so eine Phase, wo die CDU alles sofort wegreinigen und so, ne? Das, ja, war das, das ist jetzt ganz aktuell. Ja. Gab es da mal so wieder so einen Vorstoß? Also da bin ich mir sicher, da wird die Ellen nur in den Schultern zucken. Ja, das sind so komische Blitzideen. Ja. Aber du hast ja recht, ich meine, es gibt auch vieles, was am Ende die Stadt oder wer auch immer, Staatskanzlei, keine Ahnung, wer da alles drin hängt, das auch mit unterstützen, was sie da macht. Ne? Genau, also das, was die Ellen macht, das muss ja in irgendeiner Weise, wir reden ja da nicht von einem kleinen Verein, sondern da sitzen ja inzwischen, wir haben ja auch ganz viel Arbeit mit seit der sogenannten Flüchtlingskrise halt in dem Bereich halt auch geleistet. Da ist ein sehr, sehr großes Team mit ganz vielen Leuten in unterschiedlichen Bereichen halt. Das Bike hat sich jetzt gerade aktuell sozusagen nochmal neu formiert zum 25-jährigen Jubiläum und sich nochmal so geteilt in Spike Urban und Spike Together, um die Arbeitsbereiche nochmal besser zu unterscheiden. Und das geht natürlich auch nur mit großer Unterstützung durch Fördergelder, durch Förderprogramme, durch Finanzierung der Stadt. Und ich glaube, die Stadt weiß aber um die Wichtigkeit der Arbeit von der Ellen. Ich glaube, dass im Vergleich zu anderen sozialen Vereinen und Einrichtungen die Ellen jetzt nicht von Schließung bedroht ist, auch wenn es ab und zu mal so Jahre gibt, wo es schwierig ist, aber die Ellen ist da halt auch ein sehr fähiger Mensch, um das zu jonglieren. Noch, ja. Auch nicht mehr die Jüngste. Geht dann irgendwann auch in Rente. Ja, irgendwann wird dort wahrscheinlich irgendwann Nachfolger nötig sein oder das Ding endet dann mit der Ellen, wenn die Ellen geht. Das glaube ich nicht, aber das wird natürlich anders geführt, ne? Trotzdem. Also ich glaube, ich meine, ich habe es rausgehört bei ihr, dass es so eine Vision gibt, dass es genauso weitergeht, aber das ist individuell immer, ne? Du findest keine zweite Ellen, du findest auch kein zweites Team um die Ellen. Das ist, Geschichte wird so geschrieben, dass es meistens immer sich ein bisschen ändert. Und, aber ich hoffe natürlich, dass es die Infrastruktur und alles, was das Bike bietet, weiterhin gibt, weil ich denke, ohne das Bike wäre deine Karriere auch eine andere gewesen. Mit Sicherheit. Definitiv. Ja. Aber das ist halt für mich auch deswegen bis zum heutigen Tag ein Herzensprojekt, im Spike zu arbeiten. Ja, das Team ist ja viel größer und ich als Selbstständiger habe natürlich bei weitem nicht mehr die Zeit wie in den 2000ern, wo ich dort dreimal die Woche irgendwie ins Spike gefahren bin und dort Projekte gemacht habe und Leinwände gemacht habe. Heutzutage bin ich selbstständig, 24/7, selbst und ständig und muss halt praktisch 1000 Projekte parallel machen. Aber der Bezug zum Spike ist mir halt immer wichtig geblieben und das ist für mich eine Herzensangelegenheit, dort auch weiterhin meine Fußspuren zu hinterlassen im Spike. Ja. Das weiß die Ellen noch und ich bin sicherlich kein einfacher Mitarbeiter. Ich auch sehr straight bin so in meinen Vorstellungen, wie man Dinge machen muss. Aber ich glaube, die Ellen weiß da schon, wie sie mit mir umzugehen hat. Mittlerweile, ja, denke ich auch. Ja. Stichwort selbstständig. Corona, beeinträchtigt das irgendwie dein Business wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten? Es wird mein Business mit Sicherheit beeinflussen. Ganz aktuell wäre ich eigentlich am Mittwoch, würde ich im Flugzeug nach Norwegen sitzen, um dort mit meinem Partner Sotten und dem Thomas von SK Fahrwandel würde ich dort in Norwegen Busse bemalen. Wird wahrscheinlich aufgrund der Corona-Krise, der Schließung der Grenzen, der Schließung der Flughäfen und Einreisebestimmungen und so weiter, wird das wahrscheinlich jetzt wahrscheinlich schwierig werden.
Aktuell wissen wir es noch nie, ob es überhaupt jetzt möglich ist, nach Norwegen zu kommen und wann es wieder möglich ist. Und es geht natürlich weiter, also dass man jetzt so langsam anfängt, ja, wenn jetzt hier so eine wirtschaftliche Rezession ist, werden natürlich Leute unter Umständen auch den einen oder anderen Graffiti-Auftrag jetzt vielleicht erst mal hinten anstellen und sagen so, jetzt müssen wir erst mal gucken, was wichtig ist. Das ist vielleicht jetzt gerade nicht Priorität, dass wir uns jetzt hier irgendwie eine tolle Werbewand machen. Also ich denke mal, das wird, ich bin ja auch als Grafiker, das ist ja auch noch ein Standbein meiner Selbstständigkeit, dass halt Veranstalter jetzt aktuell gar keine Veranstaltung machen können. Das heißt, dass dafür natürlich auch keine Grafiken benötigt werden. So. Also das, ich denke mal, als Selbstständiger. Du bist dann Teil der Kette, ne? Dann genau, bin ich ein Teil der Kette. Ja. Und ich denke mal, das, ich will da jetzt nicht panisch reagieren. Das, aber ich denke, die Auswirkungen, die werden sich, wir können ja gerne mal am 15. Juni mal drüber sprechen und mal kann resümieren, machen, ne? was in diesen 3-4 Monaten da passiert ist. Aber aktuell ist das, glaube ich, gar nicht abzusehen, wie das jetzt hier weitergeht. Ich kann mich auch nicht entsinnen, dass es sowas in der Art schon mal gegeben hat. Nee. Aber unabhängig davon, wie sich das jetzt entwickeln wird, ne? Das wissen wir ja alle noch nicht. Es gibt zwar viele Prognosen. Hast du Schiss davor? Also macht dir das Angst? Es hat einen Einfluss bezüglich meiner Eltern, logischerweise. Meine Eltern sind inzwischen 80 und sind natürlich da in der Gefahrengruppe relativ weit oben. Und da habe ich natürlich, muss ich natürlich knallhart sagen, so, habe natürlich jetzt keine Lust, jetzt meine Eltern oder Teile meiner Familie an so einen verkackten Virus zu verlieren. Mhm. So, deswegen nehme ich das schon ernst. Ja. Ich sage jetzt nie, ist doch nicht so schlimm, ist doch nur ein Virus. Nee, weil die Leute, die da jetzt gestorben sind, vielleicht sind es nur, ich weiß nicht, wie viele es jetzt aktuell sind in Deutschland, es könnten auch meine Eltern sein. Ja. Vor allem für jemanden wie dich, der wirklich auch ne, viel mal, es kommt ja deine Zeit, ne? Vielleicht muss man mal kurz erklären, es gibt einen Brauch. Du malst im Januar keine Pieces, ne? Genau. Du fängst im Februar wieder an. Genau, das ist mein Graffiti-Ramadan, mein sogenannter. Ramadan, genau. Genau. Da hörst du im Dezember auf, malst irgendwann dein letztes Piece und dann. Genau, ich baller dann meistens bis 31. Dezember richtig durch. Mhm. Aber dann ist ein Monat so wie eine Kreativpause, die mir persönlich aber echt auch gut tut. Ich habe die jetzt dieses Jahr um einen Tag verfrüht aufgehört für Claudi. Ich hatte die Möglichkeit mit sie seit langer Zeit mal wieder eine Wand zu malen. Da konnte ich natürlich nicht Nein sagen und bin dann einen Tag vor meinem Ablauf meines Fastenmonats sozusagen dann doch wieder zur Dose gegriffen. Aber das ist an sich ganz geil. Ich persönlich bin halt auch so eigentlich ein bisschen behindert, so halt so ein Peace-Zähler. Also wie viele Pieces im Jahr? Wie viele sind das? Ich will immer mindestens so viele Wochen, wie das Jahr hat, als Pieces haben. Ah, okay. Also eins pro Woche muss sein. Was darüber ist, ist cool, aber ich mache jetzt nie auf Masse. Ich versuche schon Qualität statt Quantität. Ich muss jetzt nie irgendwie in einem Monat 40 Dinger da kloppen, so sweatpunktmäßig da jetzt irgendwie da so fließbandmäßig 5 Dinger am Tag malen oder so. Das ist nicht mein Modus. Ich bin dann schon einer, der auch das einzelne Piece halt auch auf Instagram halt schon versucht oder die einzelne Wand halt schon ein bisschen zu zelebrieren und den Wert der einzelnen Wand auch irgendwie zu transportieren. Aber 52 Pieces müssen schon sein. Und wenn ich dann jetzt letztes Jahr war es dann dadurch, dass ich relativ viele Aufträge gemalt habe, war ich ein bisschen hinterher und habe dann in den letzten anderthalb Monaten ein bisschen Kette geben müssen und habe dann glaube bis 31. Dezember, glaube ich, noch 6 Pieces gemalt. Damit du deine 50 voll kriegst? Genau. Also ist dann, glaube ich, 1-2 mehr gewesen am Ende. Mhm. Cool. Da haben wir jetzt gehen auf eine Stunde, anderthalb Stunde. Sowas. Die Podcast-Tradition, hörst du eigentlich unseren Podcast? Ich habe damit angefangen und habe mir jetzt die letzten tatsächlich auch alle reingezogen. Mhm. Ich glaube, Razer steht noch aus, wollte ich mir mal in Ruhe reinziehen. Ich habe mir jetzt halt Kentool zuletzt auch reingezogen. Finde das Konzept an sich. Wo hörst du die Podcasts? Ich höre das tatsächlich auf YouTube zu Hause. Wenn ich arbeite, ich habe immer 2 Monitore und ich gucke auch sehr viel Serien und lasse das parallel laufen. Wenn ich jetzt Grafik mache am Rechner oder so, läuft auf dem 2. Monitor rechts dann irgendeine Serie. Ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt mit Kopfhörern irgendwo sitzt und das irgendwie auf dem Handy hört oder beim Malen oder so. Sondern Auto?
manchmal auf Autofahrten, wenn man eine längere Fahrt hat. Bist ja viel unterwegs, ne? Genau, eine längere Fahrt hat, da ist sowas auch geil. Ich höre auch viel so Hip-Hop-Interviews halt. Ich musste mich auch ein bisschen überwinden, weil ich an sich halt ein Typ bin, der jetzt eigentlich ungern Interviews gibt halt. Aber irgendwie finde ich den Anspruch, also finde ich den journalistischen Anspruch dahinter schon wichtig. Und die Podcasts, die ich jetzt gehört habe, haben mich auf jeden Fall auch überzeugt. Finde ich auf jeden Fall auch ein seriöses Format. Dann nochmal, wenn du die Podcasts gehört hast, weißt du ja, dass wir danach immer fragen, ob man jemanden vorschlägt fürs nächste Mal. Mhm. Was natürlich immer ein bisschen dauern kann dann, aber du wirst dir jetzt vor dem Podcast schon Gedanken gemacht haben? Ich habe tatsächlich mal drüber nachgedacht, wenn ich diese Frage gestellt bekomme. Und ich kann auch relativ klar sagen, wer da für mich in Frage kommt. Das wäre natürlich Capasso. Mhm. Und wen ich halt auch super interessant fände und für mich auch ein absoluter, unglaublich, weil wir ja von coolen Leuten in der Szene gesprochen haben, für mich auf jeden Fall Town aus Berlin. Town? Ja, definitiv. Mal abgesehen davon, dass er ein super cooler Typ ist, also wirklich jemand, dem ich auch meine Hand ins Feuer legen würde sofort, und ich weiß, wovon ich rede, wenn ich das sage. Das ist das zweite Mal, dass er vorgeschlagen wird. Ja, ich finde auf jeden Fall, er ist halt wirklich jemand, der kommt aus der alten Zeit, ist aber auch nach wie vor so hungrig. Ich kenne keinen, der so hungrig ist und der so viel malt wie er, so, und der auch auf einem Level malt, wo jetzt, gibt ja manchmal so Leute, die haben dann in den 90ern gemalt und dann kommen die zurück und dann, ja, es ist schon cool, aber irgendwie ist es auch nicht mehr so der alte Vibe, oder es ist halt irgendwie so ein bisschen hängen geblieben und so. Bei ihm ist halt wirklich so, er ist halt wirklich jede Woche, fast jeden dritten Tag irgendwo am Malen. Und er malt ja jetzt Rhythm, ne? Er malt aktuell Rhythm. Hm. Rhythm is a Dancer, und hat aber auch eine unglaubliche History halt. Hm. Also es ist ja auch jetzt schon so eine Oldschool-Berlin-Generation, wo er auch herkommt. Ost-Berlin. Okay, da haben wir zwei Namen. Kannst du mal auf den Zettel schreiben. Also ich fände es auch super spannend, weil er unglaublich viel erlebt hat und weiß, wovon er redet. Damals wie heute. Dann, man findet dich auf Instagram. Slider Bandits in einem Wort. Mhm. Mit S Bandits in einem Wort. Und auch bei Facebook, da ist es, glaube ich, Slider Bandits oder Slider-Bandits, weiß gar nicht genau. Und Website bandits-dresden.de, ne? Aber passiert nichts gerade? Da passiert gerade nichts so. Mhm. Da ist eine neue Webseite schon mal begonnen worden, halt. Die liegt aber so unfertig rum. Das wird auch irgendwann kommen, denke ich mal, aber es ist halt so eine ewige Baustelle. Ja. So. Also am nächsten dran ist man tatsächlich bei Slider Bandits auf Instagram. Ich arbeite tatsächlich, und das ist schon ein bisschen fortgeschrittener, eine eigene Homepage mal zu machen. Mhm. So ein bisschen wie so eine, sag ich mal, visuelle Visitenkarte halt, mit so ein paar, sag ich mal, Referenzen aus den Bereichen, in denen ich aktiv bin, weil ich ja auch, wie gesagt, als Auftragsmaler mit meinem Partner sehr aktiv bin, weil ich auch viele Workshops mache, weil ich auch viele Grafiksachen mache, und das halt alles sozusagen als Portal, da mal eine Webseite zu haben. Deswegen, die wird auf jeden Fall zeitnah erscheinen. Kann man dann wahrscheinlich verfolgen auf Slider Bandits Instagram. Genau. Wird es dann Info geben dazu. Genau. Cool. Ja. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja. Und bleibt gesund. Ja, definitiv. Und holt euch genügend Klopapier. Ja, tschüss. Ciao.